Was glauben Sie eigentlich, was Sie da tun? Was glauben Sie, was ich tue? Verschwinden Sie, ja? Hören Sie auf oder ich rufe die Polizei. Sie? Die Polizei? Sie verarschen mich. Hey, was tun Sie da an dem Auto? Officer, gut, dass Sie hier sind. Er wollte das Auto aufbrechen, aber ich habe ihn gerade noch gestoppt. Das ist eine Lüge. Er ist derjenige, der das Auto aufbrechen wollte. Was? Warum sollte ich mein eigenes Auto aufbrechen? Sie Genie. Ich verstehe nicht. Okay, wir werden das herausfinden. Sir, bitte sehen Sie nach, ob etwas fehlt in Ihrem Auto. Sir, kann ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Ja. Wo ist meine Uhr? Ich hatte eine Rolex da drin. Nein, nein, nein. Das ist meine Uhr. Sir, kann ich Sie sehen, bitte? Als ob Sie sich so eine Uhr leisten könnten, hä? Nun, Mr. Clover, da sind nicht Ihre Initialien drauf. Das bedeutet, es ist nicht Ihre Uhr. Sie verstehen nicht. Das ist... Wieso hören Sie ihm zu? Verhaften Sie ihn! Machen Sie schon! Okay. Gehen Sie einfach, okay? Nein, oh nein, das werde ich sicher nicht tun. Hören Sie, jeder kann mal einen Fehler machen. Ich verspreche Ihnen, ich drücke hier mal ein Auge zu, wenn Sie die Uhr zurückgeben und einfach weggehen. Ich gehe nirgendwo hin. Ich werde beweisen, dass ich nichts getan habe. Und wie wollen Sie das beweisen? Oh, da ist deine Kamera. Wir fragen die Leute nach der Aufnahme. Officer, Sie verschwenden Ihre Zeit. Ich sagte Ihnen doch. Oh, Sie fürchten, dass Ihr Schwindel aufgezeichnet wurde. Also, er hat recht. Wir sollten das überprüfen. Gehen wir. Wir brauchen die Aufnahmen von den Videokameras mit Blick auf die Straße. Sollten Sie mir nicht Ihre Befugnis zeigen? Sie wollen wohl Ärger mit der Polizei? Nein, nein. Aber wir haben keine Security. Das Video ist bloß hier auf dem Laptop. Schauen Sie, was immer Sie brauchen. Gut. Hey, Ethan. Gehen Sie mit ihm. Woher kennen Sie seinen Namen? Also, er sagte mir seinen Namen selbst. Sie haben das überhört. Bitte, kann ich Ihre Marke sehen? Also, ist da ein Problem? Alles okay soweit. Gut. Dann sichten wir die Aufnahmen. Sehen Sie, das ist er. Und hier versuche ich ihn zu stoppen. Ja, das kann ich sehen. Aber, also, zu schade, dass Sie keine Beweise Ihrer Unschuld haben. Wovon sprechen Sie denn? Was tun Sie da? Nun, die Wahrheit ist nicht auf Ihrer Seite. Wieso tun Sie das? Oh, bitte. Spielen Sie nicht den Heiligen. Diese Rolex gehört Ihnen nicht, ganz offensichtlich.
Sie wissen nichts über mich. Ich weiß, dass Sie in das Auto eines weißen Mannes einbrechen wollten und seine Uhr gestohlen haben. Und? 1000 Mäuse. Was? Niemand sagte etwas von Geld. Setzen Sie sich. Setzen. Hören Sie, Donald. Ich bin eine nette Person. Und ich gebe Ihnen eine Chance. Sie geben mir einfach das Geld und verschwinden hier. Oder? Wir führen diese Konversation unten auf dem Revier weiter. Das ist Erpressung. Also, ich finde, das ist ein geringer Preis im Tausch für Ihre Freiheit. Gehen wir zu einem Bankautomaten? Oder haben Sie es bar dabei? Das ist die richtige Entscheidung. Sie bezahlen dafür. Also das nenne ich einen guten Job. Wir wurden fast erwischt, mehrmals sogar. Schatz, du musst als Polizistin noch überzeugender sein, sonst glaubt dir niemand. Kennst du keine Plätze ohne Kameras, hä? Schatz, keine Sorge, es ist unser erstes Mal. Wir sind auf der richtigen Spur. Wir lernen aus unseren Fehlern und machen es beim nächsten Mal besser. Hey, ich frage mich, wem er die gestohlen hat, denn die sieht echt aus, ja? Ja. Hey, warten Sie, was tun Sie da? Au! Bitte, Officer, kommen Sie, was geht hier vor? Halt, warten Sie mal! Warten Sie, hey, halt, ich bin Polizistin. Sehen Sie nicht meine Uniform? Oh ja, die man in jedem Militärshop kaufen kann. Was machen Sie denn hier? Hey, sei still! Ich meine, wer sind Sie überhaupt? Sie können aufhören mit Ihrer Show. Hey, Moment mal! Officer, er hat sie gestohlen! Glauben Sie ihm nicht! Was tun Sie da? Was soll das? Ja, und das sind nicht seine Initialien. Es sind wirklich nicht seine Initialen. Es sind die meines Vaters, Adam Spielberg. Und bevor er starb, gab er sie meinem Ehemann, als Symbol von Liebe und Respekt. Ehemann? Was zum... Ah! Ja, Donald ist mein Ehemann und ich bin Polizeibeamtin Peggy Glover. Donald rief mich an und bat mich, ihre Marke zu überprüfen. Ziemlich gut gefälscht. Nein, bitte. Aber bitte, das ist ein Missverständnis, ganz sicher. Denken Sie wirklich, dass Sie der Gerechtigkeit entkommen können? Wer Böses hegt, wird stets am Ende dafür bezahlen. Nein, bitte. Nein. Ich kann nicht ins Gefängnis, bitte! Ich habe nichts damit zu tun, das ist Ihre Schuld, das wissen Sie, ich bitte Sie!